Oder doch nicht? Hier ist eine Quest. Und zwar eine rote Quest. Ah! Ein Dexter-Unpro. Also eine dieser Monster-Töt-Quest. Ja, die machen wir auch noch nebenbei, oder was? Nichts leichter als das. Okay, es sind 5 Stunden. Ja, okay. Wenn du 5 Stunden spielst, Kurin, dann hast du quasi erst das Tutorial und ein paar Sequenzen durch. Das ist eine ganz andere Geschichte. Bei 10 Stunden wäre ich schockiert bei Level 6, tatsächlich. Aber 5 Stunden, ja, da bist du ja durch die Sequenzen gerade mal durch. Weil die so lange dauern am Anfang einfach. Generell im Spiel. Feini fein. Das sage ich auch mal zu Dogo, wenn jemand Gutes gemacht hat. Zum Dogo. Da muss ich nachfragen. Dogo, Doggo? Fragezeichen? Hund? Klingt so wie Dog verniedlicht. Und was gut gemacht haben und loben ist auch so ein Hundeding. Ist Doggo ein Hund? Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer? Ampfer ist auch gut. Stirb, du Dickicht-Eule. Für die Mission. Impossible. Bulldoggo. Ein kleiner Hund. Ja, ist okay. Hätte auch ein Streamer sein können vielleicht. Ist ja hier im Internet nicht sicher vor sowas. Wir wissen ja, es gibt davon ganz viele von diesen komischen Streamern. Laufen überall rum. Und haben den komischsten Namen. Na gut, da habe ich ja richtig geraten. Genau das. Doggo der Hund namens Pauli. Ach so, Doggo ist gar nicht der Name. Ach so. Noch ganz anders dann, okay. Namens Pauli. Ampfer habe ich länger nicht mehr gegessen. Ich tatsächlich... Noch nie, glaube ich. Wenn ich drüber nachdenke. Und wenn, es würde ich ewig hier. Ich kann mich daran nicht erinnern. Krass. Hier tun sich Abgründe auch im Stream nach knapp 20 Spielminuten. Ja. Das ist schon mächtig gewaltig. Was, Ampfer? Kennst du nicht? Sauer Ampfer? Ampfer? Was zu essen. Pflanzlicher Natur. Besser kann ich es auch nicht erklären. Am besten mal Google anschmeißen. Noch so ein Unkor. Ja, ich hab voll den Rücken massieren. Ah ja. Ein Wildkraut. Ja. Ja. Geh weg. Lass mich. Zack. Das Geile ist ja, obwohl ich halt total overlevelt bin und so weiter, meine Skills auch schon so stark sind, aber ich halt dennoch relativ ansprechende, nicht komplett langweilige Kämpfe, wenn ich mein Level des Gegners anpasse. Das ist eigentlich sehr schön, tatsächlich. Du bist zwar besser und hast ein gewisses Sicherheitsnetz gegenüber der normalen Story, die du machen würdest, weil du eben schon die geilen Skills hast und dich schnell aufladen und so weiter. Also die Kämpfe per se dauern nicht so lange, aber haben dennoch eine teilweise fordernde sind auch teilweise fordernd. Ja, so. Und ich habe mich schon wieder getäuscht, tatsächlich. Also ich meinte auf mal alles noch nicht hier vorne. Okay. Weder hier, noch hier. Dann kommt das hier. Ah, guck mal, da genau. Da ist der Weg in die Höhle, die ich meinte. Okay. Und hier müsste dann das Wasserfallding sein. Ja, gut. Ich war eine Weile nicht hier. Tut mir leid. Jetzt komme ich jetzt da lang. Ich laufe hier nur im Kreis gerade und ich hab davon nicht wirklich was. Außer vielleicht eine Questerfüllung. Das ist doch okay, das machen wir noch. Ja, Kurin, gern geschehen. Knöterich? Weiß ich gar nicht genau. Ich kenne die Bezeichnung Knöterich zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gleiche ist. Ich mag Sauerampfer als... oder Ampfer als Wort. Knöterich klingt doof. So. Echt komisch, Knöterich. Aber ich kenne das Wort, aber... ich habe da nie drüber nachgedacht, was es sein soll. Do you know Dava? Wer? Fake Art spricht in mystischen Rätselzeichen. Das ist hier nichts Neues, aber... ist halt so. Ja, sei doch sauer, Ampfer. It's over. Let's stay alert. Let's press on. Ist ein Meme.
ein Meme, das ich nicht kenne? Ohne sagen zu wollen, ich kenne alle Memes der Welt, aber das kenne ich tatsächlich nicht. Ach Mist, ich wollte eigentlich die Leiter rauf, die Brücke rauf. Wurscht! Of course, Ken, Alter! Willst du Stress oder was, du Lauch? Nur weil ich so ein Obernerd und Lauch bin wie du. Jetzt auch noch gehässig werden, oder? Das sind wir die Richtigen. Geh weg, ich will die Sachen hier einsammeln. Böser Wolf. Sauerampfer wird beim Kauen im Mund immer mehr. Ich mag das Zeug nicht. Tja. Man kann nicht alles mögen. Aber ist doch eigentlich auch cool, ne? Du isst irgendwas und es wird mehr im Mund. Also wenn es lecker schmeckt, ist das auch super. Immer mehr, immer mehr. Du musst nicht mehr Hamm machen, du hast einfach alles bereits im Mund. Mega, nur eine Zauberpflanze halt. Ihh, Giftmoor. Ja. Und warum heißt das wohl Giftmoor? Ja, weil die Gift auf dem Boden liegt. Au. Au. Und dennoch muss ich irgendwie hier ein paar Viecher besiegen. Ich muss nicht, aber ich mach's gerade mal. Aus Spaß und nach Freude. Ich mag Kautabak nicht. Ich mag Tabak generell nicht. Oder rauchen. Ob das so ein... Also, das ist ja nicht zwangsläufig Tabak, dass man raucht, deswegen sage ich extra rauchen. Also rauchen jeglicher Art, von jeglichen Formen und Substanzen ist nicht meins. Und da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Aber ja, Kautabak, also ich kann mir das so vorstellen. Ich will es gar nicht probieren, wenn ich da ehrlich bin. Das verurteile ich tatsächlich voller Vorurteile und ohne es probieren zu wollen. Ist halt Tabak, ne? Was wird? Tabak, ja. Ja. Man soll ja allen Dingen mal eine Chance geben, aber tut mir leid, bei einigen Substanzen dann denke ich mir so, nee, vielleicht doch lieber nicht. Hm. Gift gleich Geschenkemoor. Let's loot it. Ja, natürlich. Was doch? Oh! Ist schon wieder nicht, was ich gesagt habe hier. Das gibt's doch nicht. Langsam stehe ich doof da. Langsam stehe ich doof da. Komm schon, Spiel. Gib mir mal so ein Erfolgserlebnis, um meine Geschichten hier so zu versuche zu bestätigen. Damit ich meine Glaubhaftigkeit nicht komplett verliere hier. Wäre voll nett. Naja. Meins. Ein Klopfunruh. Kennt man, ne? Klopfunruh. Ganz normal. Ein hübsch Pastinake. Pastinaka! Siehst du, hör mir was ein. Noch eine. Das erinnert mich an ein Spiel und ein mögliches, kommendes, künftiges. Ja. Let's play. Together. Mehr sage ich nicht. Ist noch nicht spruchreif und so. Aber ja. Das, so ist es. Muss ich gerade dran denken, deswegen. Wer jetzt super schlau und pfiffig ist, der kann vielleicht sein Teilchen rausfiltern. Und was denken. Ihr dürft gerne raten und im Chat schreiben, was für ein Spiel vielleicht gemeint sein könnte. Ich werde es aber nicht kommentieren. Ich werde es höchstens belächeln oder... Keine Ahnung. Ich würde es trotzdem gerne lesen, falls ihr da eine Idee habt. We win! Naja, hast du erwartet, dass wir verlieren? Ich bitte dich. Nebelrogel. Kein Vogel, ein Rogel. Da geht's weiter mit der Namensschöpfung hier. Super! Lauf, Schulke, lauf! Ab in den Rücken! War nicht so stark irgendwie. Hallo? Da auf die Seite. Los, hol dir runter, den Vogel! Was soll's, komm! Monado-Angriff! Piu! Ist ja auch stark. Lauf. Nee, Exchange Deck, geht so. Ah, ich brauche noch einen. Mach jetzt mal den Krams, wenn du gerade laufen hast. Wäre schade. Und nee, ja, das, nö, alles gut, Corinne. Das, ich verrate dazu nicht mehr, deswegen. Weil ich kann ja sagen, das würde mit nichts kollidieren oder irgendwie irgendwas. Das wäre völlig im Rahmen und machbar. Ich glaube, Corinne würde nicht drauf kommen, das Spiel. Kann man nicht vorstellen, dass. Dass so ein Spiel ist, wo Kurin entweder groß hinterher gewesen ist oder. Keine Ahnung, dass schon mal noch nicht davon gehört hat, sogar. Oder das würde für dich gehen, aber. Ja, ich glaube, Kurin würde nicht drauf kommen auf das Spiel.
Bei Fake Arnold und anderen Leuten wäre ich da schon... Okay, let's get going. Würde ich schon eher denken, dass es möglich wäre. Ja, ja. Ich bin ein Man of Mystery. Ich habe soeben die Mystery Box geöffnet. Oder so ähnlich. Da, ein Nebelrogel. Den rogeln wir mal runter vom Himmel. So ungefähr. Hey, du! Na? Bin ich da, Shadow Eye? Nimm Dunban stattdessen. Der kann's ab. Ich verträg das alles. Der ist, tough. Ah, ja. All Systems, was? Ist doch kein Roboter schuld. Komm, gib extra XP. Rückenkill in der Chain Attack. Oh. Oder auch kein Kill. So. Dann, wenn es krasser drauf mit seinem Angriff, obwohl ich keinen Spezialschaden gemacht habe gerade. Okay. Zack. Was haben wir da? Ich gehe mal hinter den Felsblock. Falls ist da irgendwie. Ah, da unten. Da siehst du, da ist das, genau. Das ist gut, die Karte ist natürlich verräterisch. Aber da, wo das Ausrufezeichen ist, ist die Höhle, die ich meinte. Ah ja, also zwei, drei Kurven weiter, als ich dachte. Naja. Dicht dran gewesen. Ein oder zweimal. Nein, geh weg. Na gut, dann musst du halt sterben. Nein, kein Pen and Paper. Purin. Das Genre kann ich schon mal ausschließen. Pen and Paper sowieso ist hier. Ich meine, es gibt natürlich auch Pen and Paper basierende Videospiele, aber ich rede schon von, naja, das heißt im richtigen Videospiel. Ich weiß kein Pen and Paper. Weder auf die eine noch die andere Art und Weise kein Pen and Paper. Wobei es auch mal im Raum stand tatsächlich mal ein Pen and Paper so als analoges Spiel auch mal so streamen könnte, aber wer Pen and Paper schon mal gemacht hat, weiß ja, es ist eine Sache von vielen, vielen Abenden in groß... Was? Ein Boss, oh nein! Auch. Ja toll, ich soll die Eule töten. Der Boss ist bestimmt zu weit. Oh, der ist sogar rot. Oh, kannst vergessen. Der wird 30. Nein, nein, lass mal. Und der ist außerdem, glaube ich, auch Teil einer Questreihe. Also will ich auch nicht unbedingt Feuer töten. Lauf! Komm ich eh nicht gegen an. Ich treffe den ja nicht, wenn ich Level 23 bin. Lass mich! Lass mich, lass mich, lass mich! Jedenfalls Pen and Paper Runde zu machen, wäre war mal eine Idee so halbwegs oder ganz grob angedacht, aber das wird sich niemals realisieren lassen. Ich habe es ja bisher nicht mal geschafft, hier mal das Pen and Paper über einen Spieleabend hinaus zu spielen. Wir haben es einmal zusammengesetzt. Das zu fünft waren wir, glaube ich. Ja. Es war eine Runde das schwarze Auge. Und Runde ist übertrieben, denn wir haben im Prinzip drei Viertel des Abends damit verbracht, halt Charakter zu erstellen. Ne? So. Wir hatten einen Spielmaster und vier, die einen Charakter erstellen wollten. Und bis wir den Dungeon Master, heißt Spielmeister, ich weiß gar nicht genau. In dem Fall, bei Dings heißt es ja Dungeon Master, bei Dungeon Dragons ist es Spielmeister. Master. Egal. Jedenfalls, bis auf diesen hatte keiner jemals zuvor wirkliche Erfahrung mit Pen and Paper gesammelt. Entsprechend wusste auch keiner, was er nun genau machen muss beim Charakter erstellen. Entsprechend dauert das Ganze noch wahrscheinlich länger als bei Profis. Oder generell Leute, die es schon mal gemacht haben. Und dann haben wir ungefähr so 3-4 Runden gespielt und dann war der Abend schon zu Ende, weil es schon sau spät, weil er nach Hause musste, alle müde waren. Und dann haben wir es nie wieder geschafft, uns zusammenzufinden in dieser Runde, weil Real Life eine Bitch ist. Und deswegen spiele ich sowas generell auch gar nicht, wenn ich auch auf Bock hätte, weil zum einen frisst es meine Zeit ohne Ende. Zum anderen brauchen wir wirklich eine feste Gruppe, die dafür bereit ist und auch Zeit opfert und fest einplant. Wie, keine Ahnung, wirklich eine Bandprobe zu machen, musst du ja dann so eine D&D oder DSA-Party planen. Und dazu bereit sein, muss man zum einen das realisieren können, zum anderen, nur noch wirklich Bock haben, erst recht und zuversichtlich sein musst du auch noch. Das sind so alle Faktoren, die kriegst du schlecht zusammen. Ich kenne diverse, die es machen, auch regelmäßig, aber also inzwischen... Aber die haben alle kein Leben. Nur Vini? Ich meine nicht Vini, aber Vini weiß, was ich meine.
Ja, es ist so unglaublich zeitintensiv, da musst du wirklich. Ist aber nicht drin. Naja, Respekt an die es hinkriegen. So, so wäre geil, mal sowas aufzunehmen zu streamen irgendwie, aber das ist halt völlig raus aus der ganzen Sache. So, jetzt mal ein bisschen Chat lesen. Ich rede hier ohne Ende und was zu beachten. Es tut mir voll leid. So. Bin ich heute Morgen auch jetzt. Was? So bin ich heute Morgen auch hier. Ihr flitzt. Ach, berlinerisch in eine Schriftform. Okay, hier flitzt. Hier flitzt ist sie. Krass. Von mir da weggeflitzt. Ihr flitzt. Ja, ja, klar. Nicht heute Morgen, sondern vorhin. Ja, für dich ist es ja so hart heute Morgen, ne? Wenn du von vorhin sprichst. Von jetzt die gute her abgeleitet. Diablo, auch eine gute Sache. Sollte man machen. Sollte man öfter machen. Gutes Spiel. Spielen wir nachher, natürlich. Wissen wir. Klar. Natürlich kommt das nachher noch. Aber heute Morgen wird was anderes gespielt, tatsächlich. Seit langer Zeit wieder mal weitergespielt mit Gotham Knights. Nur 3 Folgen geschafft. Als auch sehr spontan war und auch alles so nicht geplant, wie immer. Geheimpunkt! Ein Geheimpunkt. Und nichts zu mitnehmen hier. Oh. Dachte, hier gäbe es nur 1, 2 Leuchtpunkte zu mitnehmen. Offenbar nicht der Fall. Schade. Naja, hier war es Gotham Knights ein bisschen gespielt. Jetzt noch ein bisschen Xenoblade. Also ein bisschen was mehr als der Diablo, weil. So sehr ich auch gerade an Diablo hängen und so sehr ich auch unbedingt bei der Season weiterkommen will. Finde ich es auch wichtig, zum einen für mich persönlich. Ich will auch meine anderen Spiele weiterbringen. Ich muss ja meinen Kanal irgendwie bedienen, weil ich habe es ja angefangen, will ich alles liegen lassen. Zum anderen, ganz ehrlich, bin ich fast der Überzeugung, weil ich jetzt aktuell kein Hardcore irgendwas Diablo-Nerd-Community teilhabe, ist es auch auf Dauer ein bisschen langweilig, wahrscheinlich für einige Leute. Und soll ja auch nicht so sein. Ne? Ihr sollt ja auch bisschen was zu sehen bekommen, was gut ist. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Dinge spiele, nur weil ihr easy wollt, sondern schon, weil ich sie auch spielen will, aber ja, Xenoblade und so weiter will ich ja auch spielen. Muss ich ja auch spielen in gewisser Weise, weil jetzt war ich angefangen, aber ich will es halt spielen, es macht Spaß. Ich muss auch nur ein bisschen gucken, dass ich nicht nur Diablo spiele, weil ich halt auch gerne ein bisschen mehr breit gefächertes Zeug anbieten möchte. Das ist halt auch so ein Ding. Ja, und es macht ja trotzdem Spaß. Und ich glaube, so eine generelle bisschen Diablo-Pause von ein paar Stunden tut mir auch mal ganz gut. Aha. Der ungestüme Felix. Und den werden wir zähmen, oder was? Die Dexen sind auch nochmal so ein Volk in Xenoblade, die auch relativ weiterentwickelt sind, so kultur- und intelligenztechnisch. Ich glaube, die können da auch reden sogar, ich bin nicht ganz sicher. Also sieht man ja auch schon, die haben auch welchen Gang, die haben Waffen in der Hand, die haben Rüstung, glaube ich, zum Teil sogar. Also die in Tutan sind halt so quasi Spezies neben den Homs, die auch noch rumlaufen, aber halt da nicht ganz so weit entwickelt sind, physiologisch gesehen. Ja. Vielleicht so wie ein Troll in Witcher. Ja, so kann man es, glaube ich, vielleicht analog einigermaßen hinstellen. Ich kann die süßen Dexen killen, weil sie mich zuerst angreifen. Die haben dieses Augensymbol. Die greifen mich halt an. Was soll ich machen? Erstmal die kleinen Viecher kalt machen, die kommen. Außerdem brauche ich Harmoniemünzen. Das ist mir ein innerstes, tiefes Bedürfnis. Ah ja. Meine Leben. Das war aber knapp hier. Meine Güte. Wenn ich hätte wiederbelebt werden können, so ist es nicht, aber trotzdem. Ich muss bei Essen fassen gehen. Euch noch viel Spaß. Ja, dankeschön. Und dann dir guten Hunger. Was gibt's denn Leckeres bei dir? Was super, super, mega schmackhaft, fast voll ist, nehme ich an. Oh. Und schon bekomme ich auch wieder Hunger, obwohl ich gerade was gegessen habe. Ich bin auch unersättlich irgendwie. Schlimm. Soli ist eben ein gnadenloser Killer. Was? Wer? Ja?
Übrigens eines der geilsten Spezialangriffe, verdammt, die da man halt im Spiel. Mach da mal ein paar Angriffe mit dem Spezial, die sind super stark. Voll gut. Wir haben 69% erreicht. Ach, wie schön. Na dann, weißt du, was das heißt, ne? Die Zahl spricht für sich.